Könnt ihr mal euch bitte so hinstellen wie gleich auf dem Foto? Fotografin Ilona probiert mit den Tanzalarm-Kids sämtliche Kostüme und Figuren aus. Nach fast einer Stunde ist es geschafft und die Tanzalarm-Kids haben auch schon ein Lieblingsfoto. Die Autogrammkarte sollte eigentlich die mit den Westen werden, weil es uns am meisten gefällt. Und wir haben auch darüber gesprochen und es gefällt allen. Aus dem glühenden Rampenlicht geht's direkt in die Eisdiele. Jetzt heißt es ausspannen. Aber Vorsicht, nicht zu sehr, sonst. Ja, Mann. Es ist Salz! Du hast gerade gesagt, es ist Zucker! Ich weiß es nicht. Salz. Das letzte Training kurz vor dem großen Auftritt. Die Choreografie sitzt inzwischen ganz gut. Aber es gibt noch ein Problem. Alle vier müssen sich noch sehr auf die Schritte konzentrieren. Da will sich der Mund einfach nicht mitbewegen. Auf der Bühne kann das mit Playback echt peinlich werden. Achtung. Okay, das war schon ganz gut. Was mir gefehlt hat, ist Mitsingen. Patrizia hat am Anfang voll gut mitgesungen, in der Mitte dann aufgehört. Dann hat die Bano gut mitgesungen, ihr zwei habt gar nicht gesungen. Lächeln und Singen ist eigentlich nicht schwer. Aber wenn wir halt keine, also hier ist ja keine außer Marina und ja, dann kann man sich das nicht so vorstellen, muss halt schon richtig Publikum da sein und da geht es halt auch besser mit Lachen. Da kommt es dann so automatisch, ja. Das Lachen und Mitsingen und so, wenn so viele Leute da sind. Ja. Ja. Stellt euch vor, ihr seid jetzt in Erfurt und in Erfurt hat es 30 Grad, es ist noch heißer als hier. Oh. Ihr wartet schon 3 Stunden, bis euer Auftritt ist, aber ihr habt nur diese 3 Minuten. Von euch zu überzeugen. Wir müssten diesen 3 Minuten raus, strahlen und alle auf eure Seite bringen. Okay, letzter Durchgang vor der Giga-Geburtstagsshow. Einmal volle Action. Klare Worte und die scheinen zu helfen. Marina ist endlich zufrieden. Langsam kommt Lampenfieber auf. So ein bisschen, da ist man schon so aufgeregt, ja, wie wird es so sein, wenn wir in Erfurt sind und so. Ja. Und dass wir hoffen halt, dass wir keine Fehler machen, dass wir alles gut machen, lachen und so. Und dass es den Kindern und so dem Publikum halt gefällt. Dann gibt es eine Überraschung. Die Fotos für die Autogramme sind fertig. Und die Tanzalarm-Kids dürfen sich aussuchen, welches Bild ihre Fans in Zukunft bekommen sollen. Bano, da ist zu ernst, Braun. Ja, schnell haben die vier ihr Lieblingsbild gefunden. Das ist richtig schön, das ist voll traumhaft. Ja, das ist so schön. Nicht so Standardfoto. Ja, das ist mal was so anderes, ist unser eigenes anderes, ja. Das ist so verträumt. Ja. Das passt zu uns. 2 Tage vor dem großen Auftritt in Erfurt treffen sich die Tanzalarm-Kids bei Anna. Heute gibt es etwas zu feiern. Ihr erstes Album ist in die Läden gekommen. Und das bedeutet den Mädchen sehr, sehr viel. Wenn man sich so hört, wenn wir uns viel so gegenseitig hören und so, da ist man noch so irgendwie stolz drauf, dass wir so weit gekommen sind, weil keiner von uns, ich dachte zum Beispiel nicht am Anfang, dass ich so weit komme. Ankunft in Erfurt. Nur noch 24 Stunden bis zum großen Auftritt der Tanzalarm-Kids. Am Domplatz laufen die Vorbereitungen für die Kika-Geburtstagsparty bereits auf Hochtouren. Die Tanzalarm-Kids werden wie alle Stars behandelt, die Teil der Kika-Geburtstagsshow sind. Sie bekommen ihr eigenes Zelt. Ihre Aufregung können Bano, Patrizia, Kinga und Anna nun nicht mehr verbergen. Ja, es kann schon sein, dass wir irgendwie aufgeregt sind, irgendwie total durchdrehen und so. Aber was kann man machen? So sind wir. So sind wir halt. Ja, wenn wir so ganz lustig sind und so, dann das lenkt halt ab von der Aufregung. Dann vergessen wir das und dann machen wir einfach. Und auf der Bühne ist es dann halt auch toll. Da sind wir genauso aufgedreht und tanzen. Wir geben Power hier. Für die Generalprobe dürfen die Tanzalarm-Kids zum ersten Mal in ihrem neuen Outfit auf die Bühne. Jetzt heißt es Gas geben. Aber Marina ist nicht zufrieden. Nur Patrizia singt richtig mit. Hey, macht alle
was mich wahnsinnig geärgert? Überhaupt nichts mit den Schritten. Ich habe euch gesagt, Kinga, hör zu. Ich habe euch gesagt, es wird die Musik ganz leise sein und ihr sollt mitsingen. Ihr habt nicht mitgesungen. Es ist okay, aber es war so leise, dass man alles gehört hat, was ihr untereinander gesagt oder gelacht habt. Und somit weiß jeder Mensch, der jetzt zugeguckt hat, dass ihr nicht live singt. Und das finde ich richtig peinlich. Ob die vier das beim großen Auftritt wieder gut machen können? Am nächsten Tag herrscht Partystimmung auf dem Domplatz. Viele tausend Menschen sind gekommen und Backstage warten jede Menge Stars. Zu einigen können die Tanzalarm-Kids sogar Kontakt aufnehmen. Und dann sind sie plötzlich selber Stars, mit eigenen Fans und ganz schön vielen. Das überrascht die Mädchen. Also ich habe nicht damit gerechnet, dass auf einmal so viele Leute kommen. Aber es hat schön mal die Erfahrung zu machen, immer so Autogrammkarten zu geben. Alle sind ja auch gekommen. Und es ist schon ein bisschen anstrengend, ich verstehe schon die Stars, wenn sie nicht immer so Autogramme geben wollen. Ja. Us Five betritt die Bühne. Für die Tanzalarm-Kids bedeutet das startklar machen. Was wäre jetzt wohl das Schlimmste, was passieren könnte? Wenn wir unseren Text vergessen, ist ganz egal, hör auf! Nein! Oh, so einfach, das dürfen wir gar nicht denken. Ladies and Gentlemen, give a big hand for the Tanzalarm Kids! Erleichterung. Ich bin sehr zufrieden, ihr wart voll super und ich bin total stolz. Was hast du erwartet? Ja. Tanzalarm-Kids. Und es ist nicht nur der Auftritt, auf den die Tanzalarm-Kids stolz sein können. Also ohne unsere Freundschaft hätten wir das alles gar nicht geschafft. Wir haben zu viel zusammengehalten und das schaffen wir nur zu viel. Und wir werden nicht niemals auseinandergehen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.